für Kinder und Jugendliche nach einer erfolgreichen Transplantation wollen wir jetzt mit Ihnen gemeinsam unterstützen, auch mit Schauspielerin Jasmin Wagner. Es geht um Leben und Tod. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 300 Kinder operiert, weil sie ein neues Organ brauchen. Die Kleinen sind vor und nach der Organtransplantation auf Medikamente und Hilfe angewiesen. Und die bekommen sie hier, im Reha-Zentrum Ederhof. Patin Jasmin Wagner schaut sich den ehemaligen Bauernhof an, der sich um kleine Patienten vor und nach Organtransplantationen kümmert. Jasmin, wieso bist du eigentlich hier? Bleiben. Weil ich die Arbeit von dir ganz toll finde und weil ich möchte, dass ganz viel Geld gespendet wird, damit es hier weitergeht. Gut. 8 Jahre alt, Moses ist heute zur Nachsorge bei Professor Dr. Nagel. Im Alter von 2 Jahren versagten seine Nieren. Mit 6 bekam er ein erstes Spenderorgan, das sein Körper wieder abschließt. Seine zweite Transplantation war erfolgreich. Hier wird Moses weiter behandelt und seine Familie gleich mit. Damit sie das Kind gesund werden kann, aber auch die Geschwisterkinder in ihrer Belastung gesund werden und die Eltern. Und so sind wir zu einer familienorientierten Rehabilitation gekommen. Wie wichtig es ist, erfährt Jasmin bei einem bewegenden Gespräch mit ihren Eltern. Denn mit den Sorgen und Ängsten bleiben die oft allein. Hier am Ederhof kümmert man sich auch um die gesamte Familie der kranken Kinder. Nicht geduldig mit allem umgegangen wird und weil diese Kinder so kinder sind. Ja. Die kleinen Patienten behandelt werden, gehen ihre Geschwister in die eigene Schule. Bei gemeinsamen Ausflügen können dann alle zusammen einmal die Seele baumeln lassen. Allerdings kann der Ederhof derzeit gerade einmal 100 von jährlich 300 transplantierten Kindern aufnehmen. Deshalb soll er erweitert werden. Ein Ziel, das nur mit Spenden erreicht werden kann. Darum ist für Jasmin klar. Fertig.